Aber der heutige Tag ist auch ein Tag der Hoffnung. Ein Tag der Hoffnung, weil mit dem Beginn des Impfens das Licht am Ende des Tunnels ein klein bisschen heller wird. Es ist auch ein Akt gesamtgesellschaftlicher Solidarität, um die es beim Impfen geht. Also wir verabreichen die Impfung und gucken dann, während sie läuft, ob es noch weitere Nebenwirkungen geben könnte. Ganz genau.